Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Resident Evil 3 Remake. Ja, was da im Hintergrund so wehleidig am Klagen ist, ist immer noch die Jill, weil sie ist ja vergiftet. Ich kann mich natürlich jetzt auch 2 Stunden hier hinstellen und einfach mal warten, ob die, also sie infiziert, sagen wir es mal so, ob die gute Jill sich verwandelt oder nicht. Aber ich kann natürlich auch, nehme ich die Pistole oder? Ich weiß es noch nicht so genau. Aber ich kann mich natürlich auch auf die Suche machen nach dem Impfstoff. Das war jetzt ein ganz tolles Deutsch, ich weiß. So, hier sollte ja eigentlich nichts sein. Hier sind wir ja schließlich reingekommen. Tyrell, wo ist Bart jetzt? Muss im Labor hinten sein. Halt durch, bin unterwegs. Verstanden. Carlos, over. Ich finde es nicht gut, wenn das so klappert. Das wollte ich nur mal erwähnt haben. Ach, die Tür ist verschlossen? Die Tür ist gar nicht eingezeichnet, hä? Aber die scheint verschlossen zu sein. Ja, Jill, ist ja gut. Ach so, kann ich hier überhaupt doch? Hier ist irgendwas drin. Hä, das soll ich schon gefunden haben. Ich gucke hier nochmal. Ah, hier liegt was. Okay. Dann zeigt ihr mir das wahrscheinlich auch an, wenn ich da nur dran vorbeigegangen bin, aber es noch nicht gefunden habe, so wie es aussieht. Jetzt haben wir aber alles. So, wir haben, ich weiß gar nicht, ich glaube Munition bekommen und ein Erste-Hilfe-Spray. Wo können wir denn? Da hinten können wir auf jeden Fall rum. Okay. Sieht eher nicht gut aus. Ach, da klopft schon der Erste. Okay. Sieht mir aber auch nicht so wirklich nach einem Zombie aus, oder? Oh, ich glaube, das war gerade ein Kopfschuss. Alleroberster Güte. Ja, mit dem Sturmgewehr haben wir ja schon festgestellt, sind wir um einiges stärker. Ich habe keine Zeit dafür. Ich hoffe, da kommt der. Natürlich kommt der dann raus. Blöden Arschlöcher. Nein, ich wollte. Das wollte ich nehmen. Ja, der hat ja einen Kopfschuss. Dich kontrollieren wir auch nochmal vorsichtshalber. Ja, es war so klar, du Drecksack. Hast gedacht, du könntest mich dann beißen, wenn ich vorbeilaufe, ne? Der war das, glaube ich, ja. Sieht aber jetzt schon so zermatscht aus. Und das war auch ein Kopf. Das war auch ein Kopf, genau. So, jetzt haben wir das grüne Kraut vorhin, glaube ich. Ne, wir hatten rotes Kraut, was wir weggetan haben. Okay. Hier haben wir jetzt alles? Ja, okay. Da müssen wir hin. Hier liegt ein Hut. Kann man den nicht nehmen? Hier ist es zu. Ah, na toll. Das heißt, wir werden wahrscheinlich mit Jill ja auch nochmal durchgehen müssen. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir dann auch wieder neue Monster kriegen werden. Oder zumindest wieder mehr Zombies. So einfaches Schloss heißt das nur. Ich dachte gerade, ich habe da was vergessen.
Das bedeutet nie was Gutes, wenn hier alles frei ist. Ah. Okay, hier kommt anscheinend jetzt gerade keiner rausgestürmt. Weil das passiert ja gerne mal, wenn man sieht, ah, da ist was, was ich mit einem Messer machen kann. Wusch, da kommen die ersten rausgestürmt. Willkommen beim Büro von Dr. Nathaniel Bach. Bitte sprechen Sie Ihr Anliegen. Kassettenrekorder, aha. Deutlich ins Mikrofon. Ah, ich verstehe, glaube ich. Kassettenrekorder, Mikrofon. Geht's nochmal weiter? Hier ist noch ein Bericht. Ach, sehr schön. Pflegertagebuch, 25. September. Jeden Tag bringen sie weitere von diesen Patienten mit der rätselhaften Krankheit. Die Beruhigungsmittel stoppen ihr Delirium nicht, deshalb müssen wir sie in Zwangsjacken stecken und sie in den Isolationsflügel transferieren. Das Problem ist aber, dass der Isolationsflügel bereits aus den Nähten platzt. Der Direktor hat uns befohlen, jeden mit Symptomen kostenfrei aufzunehmen. Aber was erwartet er von uns? Sollen wir ihnen gute Besserung wünschen? Wir haben keine Heilungsmethode. Und das ist noch nicht alles, was mir Sorgen macht. Wenn diese Patienten sterben, werden sie nicht vom normalen Bestattungsdienst mitgenommen. Man hat uns gesagt, es sei eine Sonderabwicklung, um zu verhindern, dass sich die Krankheit weiter ausbreitet. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich denen das abkaufe. Miranda hat gesehen, wie einige Typen nachts eine Leiche durch die verbotene Tür geschoben haben. Warum? Wohin? Was geht hier vor sich? Ja, wenn wir das wüssten, wären wir schlauer. Hier ist noch irgendwas drin. Sicher? Hä? Hier soll noch was drin sein. Ich bin doch hier jetzt überall gewesen. Oder meinen die jetzt nur... War das jetzt gerade die Tür, die hier geknackt hat? Ach hier. Ich wollte gerade sagen, da hinten läuft was, aber das bin ich ja. Das sind meine Haare, die sich da spielen. Das ist ja geil. Okay, Moment. Jetzt haben wir aber ein Kraut. Ich würde es aber ungern kombinieren, weil ich das ja gerne schon mal so habe, dass ich das Problem habe. Kräuter gerade kombiniert zu haben und dann eigentlich nur ein kleines grünes bräuchte. Ja, ich vermute mal, wir müssen hier den Kassettenrekorder nehmen. Nicht? Okay. Ach, Sie müssen eine Kassette einlegen, um sie sich anzuhören. Ah! Dr. Barth, sind Sie da drin? Ich bin hier, Sie zu retten. Öffnen Sie die Tür! Stimmenmuster nicht gefunden. Stimmenmuster? Was für ein Sci-Fi-Mist ist das denn? Ja. Achso, die Tür ist auch noch offen. Okay, dann gehen wir erstmal darum. Haben wir eigentlich? Haben wir aufgeladen? Na? Kommt ihr denn auch lieb durchgebrochen? Hallo? Komm. Sind die jetzt die Tür am Aufbrechen oder eine andere? Ach, die sind irgendwas anderes am Aufbrechen. Ach so. Da liegt noch so eine Schweinebacke direkt vor mir. Die sind hier voll komisch am Rändern. Bricht der jetzt aus, wenn ich hier
vorstehe. Nein, 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 nicht aufladen. Scheiße. Das hätte ich jetzt aber auch besser hingekriegt hier. Müsste der jetzt gerade dann aufstehen? Hallo, ich habe doch A gedrückt. Jetzt ab. Geht das noch hier? Ehrlich. Was ist mit dir? Brüllst du nur die ganze Zeit wie so ein Löwe oder kommst du da auch durch? Brüllt anscheinend nur, okay. Zumindest jetzt. Da kam einer. Hilfe. Nein! Du bist doch gerade ausgewichen, du Blödmann. Ja, die sind so widerstandsfähig beim Carlos. Das ist abartig. Nehmen auch das Kraut mit. Das habe ich schon getestet, ne? Okay. Kann der Typ mal ein bisschen leiser brüllen hier? Ist aber trotzdem noch irgendwas drin. Ja, Munition, okay. So, dafür brauche ich jetzt irgendeine Laserkarte. Also irgendeine Karte, die wir jetzt nicht haben. Die könnten wir aber schon mal kombinieren. Jetzt haben wir ja eins zusätzlich. Wieso nimmt der das jetzt nicht an? Jetzt. Das heißt, dadurch die Tür kommen wir wahrscheinlich auch erstmal nicht durch. Okay. Ach, jetzt bin ich hier unten. Okay. Eingang der Notaufnahme. Ich bin jetzt quasi von der anderen Seite, da wo das einfache Schloss war. Da geht es noch weiter. Dann würde ich sagen, nehmen wir erstmal die Tür hier. Aber hier soll noch irgendwas sein draußen. Da war ich schon. Hat der mich jetzt erschreckt? Blödes Arschloch. Okay, der hat keinen Kopf mehr. Das ist ein schlechtes Zeichen. Auch, dass jetzt hier gerade irgendwas noch geklirrt hat danach. Naja, gut, okay. Würde ich sagen, gehen wir erstmal da rein. Habe ich jetzt die? Ja, habe ich. Oder auch nicht. Okay, die ist abgeschlossen. Oder verbarrikadiert oder was weiß ich. Haben wir alles aufgeladen? Haben wir. Und dass der keinen Kopf mehr hat, das finde ich jetzt nicht so gut. Also finde ich gut, aber das heißt, dass hier irgendwas ist. Ne? War ich jetzt hier oben schon mal? Nee, war ich noch nicht. Oh, das sieht mir wirklich nicht gut aus hier. Okay, da kann ich noch rein. Oder raus. Ah, ich höre, glaube ich, wieder was. Da höre ich was, genau.
Ha. Sehr schön. Grüne Farbe? Wer malt denn hier was mit grüner Farbe an? Waren wir hier nicht schon mal? Nee, anscheinend nicht. Da geht's auch noch verwinkelt. Ach du Scheiße. Okay. Würde ich sagen, fangen wir jetzt mit der Tür an. Ja. Oh, das sieht gar nicht gut aus hier. Oh, ich hoffe, da ist jetzt nichts Größeres drin. Fuck. Ah, ihr Drecksarschlöcher. Ah, die stehen aber auf jeden Fall nochmal auf. Ich weiß noch nicht genau wann. Okay. Oh, da war noch einer. Finde ich das ein bisschen seltsam. Hm. Vier Stück. Fünf. Hm. Haben wir denn hier alles jetzt? Nee. Ach, das können wir auch wieder nicht öffnen. Okay. Schade, schade. Pflegertagebuch, 29. September. Wir haben es versucht. Ich schwöre bei Gott, wir haben es versucht. Aber es gibt nichts mehr, was wir machen können. Das Chaos ist komplett außer Kontrolle. Die Opfer kommen jetzt in Scharen und sie sterben und verbreiten die Infektion schneller, als wir erreichen können. Wir haben alle Versuche aufgegeben. Diejenigen von uns, die nicht infiziert sind, haben uns hier verbarrikadiert. Wir können die Hilfeschreie draußen hören, das Kreischen, aber niemand von uns will da rausgehen, denn das wäre unser Ende. Ich kann nicht glauben, dass wir unsere Patienten aufgegeben haben, aber das ist die schlimmste Sünde eines Krankenpflegers. Ich kann nicht aufhören zu zittern, aber ich will leben. Ich will leben. 21 Uhr. Wir haben einen Helikopter über uns fliegen gehört und sind uns sofort weinend in die Arme gefallen. Wir dachten, ein Rettungsteam sei unterwegs. Aber dann entfernte sich das Geräusch wieder. Und das Einzige, was uns geblieben ist, ist das Gestöhne der Toten und die stillen Schreie in unserem Herzen. Wir verlieren hier alle langsam den Verstand. Dr. Young, Ariana, Miranda, Dakota, es tut mir so leid, dass ich euch nicht retten konnte. Etwas kommt. Hilf. Ich hoffe nicht, dass jetzt etwas kommt. Können wir denn dadurch die Tür... Was ist das? Ach so, einfaches Schloss. Durch die Tür können wir. Das heißt, die werden wohl jetzt alle gleich kommen. Auf dem Rückweg. Memo von der Verwaltung. Regeln zur ID-Karte. ID-Karten dürfen das Krankenhausgelände unter keinen Umständen verlassen. Nach unseren Sicherheitsvorschriften müssen alle Mitarbeiter ihre ID-Karte in ihrem persönlichen Schließfach verstauen, bevor sie nach Hause fahren. Vielen Dank, die Verwaltung, 20. September. Schlüssel der Umkleide vermisst. Der Schlüssel der Umkleide ist momentan verloren gegangen. Die letzte Person, die ihn hatte, hat ihn womöglich im Innenhof verloren. Bis er wiedergefunden wird, wird im Büro der Verwaltung ein Ersatzschlüssel aufbewahrt. Bitte melden Sie sich bei der Verwaltung, um ihn am Ende Ihrer Schicht auszuleihen. Die Verwaltung, 24. September. Okay. Oh. Auch nicht? Da scheint man dann auch einen Dietrich für zu benutzen. Also ich
denke mal, dass sie wahrscheinlich alle bei Jill dann nachher aufstehen hier. Naja gut, ich könnte theoretisch noch was machen. Aber halt jetzt nicht mit ihm. So, wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt am Ende, ne? Dann probieren wir jetzt die Tür. Ah, und ich glaube, wir haben einen Speicherraum gefunden. Das wäre jetzt natürlich perfekt. Ja, es ist ein Safe Room. Noch ein Pflegertagebuch, 27. September. Wir haben mehr als 20 Patienten mit der rätselhaften Krankheit aufgenommen. Patienten im Isolationsflügel zeigen schwere Nekrose der Extremitäten, Fieber, Mussitieres, Delirium und Anzeichen von Hyperphagie. Was auch immer das ist. Möglicherweise eine Infektion. Haben alle Antiseptika ausprobiert. Immer noch keine Blutergebnisse vom Forschungsflügel zurückbekommen. Nochmal nachfragen. Dr. Young wurde gebissen, als er einen der Patienten behandelte. Wir haben die Wunde desinfiziert, aber sein Fieber lässt nicht nach. Nichts zeigt Wirkung. Mittlerweile ist in der Ambulanz reinste Anarchie ausgebrochen. Die Patienten delirieren und werden zunehmend gewalttätiger. Wir haben auch die Mitarbeiter herbestellt, die dienstfrei hatten. Wie bei Corona. Jetzt heißt es, alle Mann an Bord. Wir müssen dieses Chaos eindämmen. Ja, ist doch wie bei Corona. Okay, hier haben wir so nichts mehr. Steht denn hier? Doch, irgendwas müssen wir noch haben. Hier nicht. Hier nicht, da nicht. Wo denn noch? Da ist noch ein Kraut. Nein! Okay, dann tun wir die Sachen jetzt erstmal hier rein. Also, wie gesagt, es macht mir etwas Sorgen, dass wir jetzt so viel davon bekommen haben. Okay, die, denke ich mal, wird ja dann weggehen. Das einzelne Kraut, ja. Sonst machen wir es anders. Dann kombinieren wir doch nochmal die beiden Kräuter und tun das rein. So, dann haben wir erstmal noch drei Plätze frei. Wir haben jetzt hier auch noch ein einzelnes Kraut. Haben wir denn hier? Da ist noch was. Sturmgewehrmunition. Hier war ja nichts, ne? Nee. Hier auch nichts. Also haben wir jetzt hier alles? Ja, perfekt. Gut, dann tun wir das grüne Kraut jetzt auch nochmal schnell weg. Nee, nicht bewegen. Ich würde sagen, die kombinieren wir auch mal. Und verstauen das Päckchen erstmal hier drin. Die kombinieren wir auch nochmal, damit das nochmal aufgefüllt ist. Und ja. Ja gut, wenn man die Pistole benutzt, ist es eigentlich schnell leer. Mich wundert es nur, dass wir jetzt im Moment so viel Munition haben. Nicht, dass jetzt irgendwas Größeres kommt. Das wäre nämlich jetzt scheiße. Also eine Karte müssen wir noch irgendwo finden. Wir müssen die Kassette finden, die dazu gehört. Ja, das wäre jetzt... ach so, und ich glaube, da stand doch noch irgendwas, dass wir den Schlüssel brauchen, um überhaupt dazu... zu dem hinzukommen, wo die ID-Karte ist. Also drei müssen wir auf jeden Fall frei haben. Dann lasse ich das jetzt erstmal noch so da drin. Ich weiß nicht, ob es jetzt gut war oder nicht, keine Ahnung. So, dann würde ich auch sagen, dass wir jetzt hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir dann in der nächsten Folge weiterspielen. Hoffentlich genauso wie jetzt, aber ich befürchte, da kommt jetzt noch irgendwie was Größeres, weil wir so viel Heilung und Munition jetzt bekommen haben. Ja, wir werden es sehen. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.